Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, nachdem die letzte Folge spontan abgesagt wurde, freue ich mich heute mit dir gemeinsam ein neues Projekt zu starten. Es ist endlich soweit, der Bau der ersten U-Bahn-Linie. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine Herausforderung werden. Ich habe natürlich vorab schon ein bisschen herumexperimentiert. Das musste ich einfach machen, denn ja, wie gesagt, ich hatte eine Zeit lang den Metro-Overhaul-Mod, den habe ich dann gekonnt deaktivieren können. Ich muss schon extra sagen, gekonnt deaktivieren können, weil das war ein Projekt, das hat sehr, sehr lange gedauert, da sich immer irgendwelche Rückstände dieser Mod irgendwo befunden haben und deswegen der Speicherstand nicht wirklich mehr, ja, zu laden war. Er ließ sich laden, aber dann hat es massive Probleme gegeben. Das ist eh schon länger her, dass ich damit mich beschäftigt habe, aber ich möchte das kurz erwähnen, denn ja, wie gesagt, einige, die von Anfang an dabei waren bei dieser Staffel, wissen, dass irgendwann mal die Metro Overhaul Mod noch drinnen war, die dann spurlos verschwunden ist. Zum Glück auch schon einige Zeit lang her. Es ist, glaube ich, schon das sechste Monat, also gutes halbes Jahr, dass die Mod vom Spielstand verschwunden ist. Und jetzt wird es endlich Zeit für den Bau der U-Bahn. Ich freue mich riesig loslegen zu können, möchte aber mit dir noch gemeinsam, bevor es so richtig losgeht, einen Blick auf unsere Stadt werfen. Und tatsächlich hat sich da in den letzten Monaten, eigentlich schon beinahe Jahren, ordentlich was getan, wenn man sich ansieht, wie groß eigentlich die Stadt gewachsen ist. Und ja, die Karte gibt es zwar im Steam Workshop, also die Originalkarte nicht, die gibt es noch nicht im Steam Workshop und ich weiß auch gar nicht, ob ich die zukünftig veröffentlichen werde, denn es sind insgesamt weit über 10.000 Assets, ziemlich viele Mods und da extra eine Kollektion zu erstellen, das wäre dann, glaube ich, des Guten zu viel. Aber so viel sei verraten, die Originalkarte gibt es, nur sie ist schon so dermaßen modifiziert für die Bedürfnisse in diesem Projekt, dass sie eigentlich kein Stein auf dem anderen bleibt. Vielleicht finde ich mal ein paar Screenshots, die ich noch irgendwo habe, wie die Karte früher ausgesehen hat und wie sie jetzt aussieht. Mal schauen, ob mir da etwas gelingt. Versprechen möchte ich dahingehend nichts. Ich habe zwar jetzt Punkt 1 wieder viel, viel mehr Zeit, aber Punkt 2, ich möchte neben dem City Skylines Projekt mich schön langsam auch mehr einlesen in City Skylines 2, zumindest was sie uns halt an Informationshäppchen zur Verfügung stellen, aber ich möchte ganz gerne wieder mit Anno 1800 weitermachen und ja, das ist eins meiner nächsten Herzensprojekte, die ich gerne weiterführen will und deswegen möchte ich da jetzt gar nicht allzu viel in die Retrospektive sozusagen investieren und Bilder oder Screenshots noch suchen, die ich noch irgendwo habe, wie die Map ursprünglich ausgesehen hat. Ja, legen wir los. Ich möchte aber noch ganz kurz, möchte ich noch sagen, und zwar da unten, ich zeige es jetzt ganz kurz mit dem Mauszeiger, dieser Autobahnanschluss, der geht ja jetzt darauf, verbindet sich hier mit dieser Schnellstraße oder dieser ja etwas schnelleren Bundesstraße, beziehungsweise das ist sogar, das ist so eine Bundesstraßengedönse hier, so eine Schnellstraße, die darüber geht und wir haben hier eine Verbindung in die Stadt hinein. Ich werde aber, beziehungsweise dieser Autobahnknoten, nicht heute, aber irgendwann einmal wird dieser Autobahnknoten sich einfach um 180 Grad wenden und wir werden dann wahrscheinlich hier den Autobahnanschluss direkt sozusagen zusammenbringen. Da dieses Autobahndreieck hier, das funktioniert recht gut. Hier auch wieder die große Autobahn und da drüben ist ja auch noch ziemlich viel zu tun, beziehungsweise das habe ich ja im Vorfeld bereits vorbereitet, damit man hier auch noch etwas tun kann. Ich habe mal gesagt, was da noch kommen könnte, kann man sich durchaus vorstellen, aber mehr sei jetzt noch nicht verraten. Tatsächlich, es gibt noch viele Folgen und City Skylines 2 steht noch ziemlich weit, ja, in weiter Ferne und deswegen gibt es noch genug zu tun. Und wenn dann City Skylines 2 da ist, ist die Frage, ob wir nicht bei City Skylines 1 zumindest auch einen würdigen Abschluss finden werden. Gut, jetzt habe ich aber schon wieder fast 4 Minuten hier geredet und philosophiert. Es geht los mit dem Bau der U-Bahn. Und zwar, wir werden das ganz einfach, ohne viel Geschnörksel, Gedönse oder sonstiges machen, wir werden versuchen, hier die erste U-Bahn-Station zu machen, nämlich, ich würde ganz gerne hier schon, ich muss nur schauen, hier haben wir nämlich einen Anschluss und den werden wir auch gleich nutzen. Ich muss nur schauen, wo kommt eigentlich dieses Straßenteil her, das muss irgendwo da unten drinnen sein.
Ah ja, genau. Ah ja, genau. Da schauen wir sich vorher noch was an. Und zwar, wir haben hier ein Stück Fußgängerzone. Und dieses Stück Fußgängerzone, das müssen wir noch adaptieren vorher. Beziehungsweise, was wäre, wenn... Genau, wir haben hier die Fußgängerzone. Wir nehmen uns das Teil hier. Verwenden das Upgrade-Tool. Nicht aufhängen, liebes Spiel. Okay. Sehr gut, das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Ich habe es jetzt absichtlich nicht beendet. Es hat tatsächlich nicht länger gedauert als gerade gesehen. Und ich werde jetzt versuchen, hier mal schauen, wie sieht das Ganze eigentlich aus als Fußgängerzonenteil. Gar nicht so schlecht. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen nachjustieren müssen. Also das sieht eigentlich recht gut aus. Das können wir durchaus schon so lassen. Machen wir es etwas kantiger. Hier auch. Hier auch. Und ich kriege jetzt dieses Teil nicht, aber das können wir ja ganz einfach, wenn wir sagen, wir wollen Segmente und Nodes haben. Dann kriegen wir das auch so hin. Und dann wirkt das dank der Bäume richtig lebendig. Man könnte jetzt tatsächlich sagen, früher ist die Straße hier am Hauptbahnhof vorbeigegangen. Dann hat man gesagt, nein, die Straße brauchen wir nicht mehr. Wir machen eine Fußgängerzone draus. Und das ist das Ergebnis. Und ich finde, dass das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch gerne machen möchte, ist hier eben noch sagen, beziehungsweise im Moment einmal, öffnen wir uns das auch und schauen mal, was haben wir hier? Genau, das passt. Das passt, das passt. Aber ich wäre sehr glücklich, wenn wir hier einfach die Markierungen entfernen und dasselbe hier auch durchführen. Und dann sieht das um einiges besser aus. Wo fährst du eigentlich lang, lieber Bus? Ah, ach so. Hab schon verstanden. Gut, das passt doch. Also, tatsächlich kann man das so lassen. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, gut, wir nehmen dieses Gebäude hier und das können wir tatsächlich, indem wir jetzt mal kurz zumachen, das Gebäude zumachen. Dann holen wir uns hier noch Gebäude dazu. Dann werden wir das ein klein wenig in die Richtung schieben und dann passt das auch um einiges besser hier in die Landschaft hinein. Sehr gut, aber der Bau der U-Bahn steht ja eigentlich am Plan und ich wollte das nur vorbereiten, damit das schön aussieht und tatsächlich, es sieht auch schön aus. Ich hoffe, dass das jetzt dann auch funktional ist. Und ja genau, jetzt da sagt er natürlich, Achtung, ich bin kein Fußgängerzonenhaus mehr, beziehungsweise ich gehöre zu keiner Fußgängerzone. Das müssen wir natürlich jetzt noch nachbessern. Und zwar, Fußgängerzone, ja genau, da sieht man es. Das ist das Ulmenviertel. Das Ulmenviertel ist eine eigene Fußgängerzone und dieses Ulmenviertel geht jetzt darüber. So, das Ulmenviertel und das Ulmenviertel wird umbenannt, nämlich in, richtig, Hauptbahnhofviertel. Ja, das reicht, Hauptbahnhofviertel. Perfekt. Jetzt müsste man nur schauen, warum du eigentlich nicht mehr da dazugehörst oder warum du noch nicht da dazugehörst. Jetzt ist es angeschlossen, sehr gut. Ja, perfekt. Genauso stelle ich mir das vor und genauso lassen wir das auch. Gut, dann
geht es jetzt weiter im Programm tatsächlich mit der U-Bahn-Station. Und da würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde gerne die U-Bahn-Station da hinein glitschen, ja, und gleichzeitig aber drehen. Jetzt bauen wir das Teil einmal. Sieht jetzt so aus. Wir nehmen jetzt nur das Gebäude, verdrehen das, dann sehen wir, wie es aussieht, genau, nämlich so. Ja, müssen wir noch ein bisschen nachhelfen, dass ich es besser erreiche. Machen wir es schön gerade. So. Okay. Ich möchte das absichtlich so platzieren. Genau, man hat es kurz gesehen, dass es eben noch den Straßenanschluss hat, aber eben auch da drinnen verschwunden ist. Und das sieht um einiges jetzt sicher besser aus. Ist irgendwie ein bisschen zu hoch jetzt, oder bilde ich mir das nur ein? Ganz eigenartig, dass die Fußgängerzone jetzt zu hoch angesiedelt ist, oder liegt das am... Das kann aber nicht an der U-Bahn-Station liegen, oder? Ich probiere mal was, ja, ich muss das kurz ausprobieren mit den Nodes. Da ist ein Node, da ist ein Node. Tatsächlich, wir waren zu hoch oben. Hoppla. Ja, dann müsste es jetzt eigentlich passen. Ja, jetzt ist es schön flach. Schön, wie die da drin spazieren gehen. Und vor allem das Grüne gefällt mir recht gut. Können wir hier eigentlich auch noch ein klein wenig nachhelfen, indem wir sagen, wir würden ganz gerne diesen Node hier auf dieselbe Höhe bringen wie diesen Node hier. Ja. Dann sieht das um einiges besser aus. Dasselbe machen wir hier, diesen Node auf dieselbe Höhe wie diesen Node hier. Die sind gleich. Dann können wir das auch so lassen. Und jetzt gehen wir da mal ganz kurz in den Hauptbahnhof hinein, denn da drinnen muss jetzt die U-Bahn-Station sein. Ja, perfekt. Ist ein bisschen hineingeglitscht, ja. Man sieht es von außen nicht, das ist uns aber auch egal. Weil da drinnen werden wir sich eh nie aufhalten. Ich möchte es nur ganz kurz zeigen. Eben hier ist jetzt die U-Bahn-Station drinnen. Von außen sieht man es nicht. Aber die Leute können direkt, wenn sie am Hauptbahnhof ankommen, in die U-Bahn einsteigen. Die anderen können, wenn sie möchten, über die außen liegende Verbindung in die U-Bahn ebenfalls einsteigen. Gut, dann haben wir ja schon die erste Station vor sehr, sehr langer Zeit gebaut. Nämlich diese hier. Fährt die Rettung aus? Hier, Allgemeines Krankenhaus, die allererste U-Bahn-Station, damals gebaut im Zuge des Baus oder des Neubaus des Allgemeinen Krankenhauses hier in unserer Stadt. Und die werden wir jetzt gleich einmal verbinden. Dann haben wir die erste Station. Und da schaue ich jetzt einmal, ob wir das ganz einfach mit dem Tool hier machen können. Verbindung erstellen, Kurve erstellen, Schleife erstellen. Verbindung erstellen. Dann holen wir uns jetzt das hier. Die U-Bahn-Gleise. Und Tunnel. Und dann wollen wir eigentlich Moment einmal. Da war ja irgendwas. So. Verbindung erstellen mit dem hier. Genau. Von hier nach da. Also eigentlich von hier nach da, genau. Ich liebe dieses Tool. Warum so? Ganz einfach, ich möchte ein bisschen gerader die Einfahrt in den Bahnhof machen, also in den U-Bahnhof.
und gleichzeitig dann hier eine schöne Verbindung. Kann man eigentlich irgendwas noch? Nein, kann man nicht. 551,4 Meter. Ja. Doppelklick, um eine Kurve hinzuzufügen. Das wird eine Schleife. Das wird eine Kurve. Ich will aber keine Schleife. Könnte man es natürlich auch machen. So, an alle U-Bahn-Architekten, die jetzt hier zusehen, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber was ich weiß. Also Punkt 1 ist einmal so. In Wien gibt es tatsächlich keine so Kurven in der U-Bahn. Es gab zwar eine ziemlich kurvenreiche U-Bahn-Linie, die meine ich, gibt es immer noch. Das war die U-Bahn-Linie 2 in Wien. Die hat damals eine Untergrundstraßenbahn ersetzt und deswegen hatte sie ja ziemlich interessante Stationsmöglichkeiten, war ziemlich kurz. Die Strecke selbst war ziemlich kurz, die Stationsabstände waren ziemlich kurz und die war dann schon etwas kurviger angelegt, ja. Aber was ich weiß ist, dass zum Beispiel in Paris, und ja, ich bin sehr gerne in Paris und ich war auch schon sehr oft in Paris, dass die U-Bahn dort, also die Metro dort in Paris, schon ziemliche Kurven fährt. Jetzt ist meine Frage. Kann man das so lassen? Ja. Oder nein? Ich denke, ja, man kann es schon so lassen. Warum nicht? Ganz einfach, wir müssen es so lassen, weil wir gar keine Möglichkeit haben. Ich finde, das ist okay. Ja, das passt. U-Bahn-Station 1, U-Bahn-Station 2, das lassen wir. Und in diesem Sinne, mit der Enter-Taste ist das Ganze auch schon gekauft. Perfekt. Gut. Dann haben wir also hier die erste U-Bahn-Station miteinander verbunden. Haben für alle, die sich wundern, warum sieht denn eigentlich das schon wieder ein bisschen anders aus? Ja, das liegt daran, dass sich in letzter Zeit viele Mods geändert haben. Es gibt mittlerweile auch die, mir fällt es jetzt nicht ein, den Team Manager 2, genau, den gibt es mittlerweile auch, also gibt es mittlerweile als zweite Version und der bringt zumindest den Vorteil mit, dass wenn man seine Teams, die man erstellt hat, die werden dann auch geladen, weil der alte Teammanager hat mir einfach permanent nicht die neuen Teams geladen oder beziehungsweise die ganzen LOT-Stufen und also LUT-Stufen. Sagt man das? LUT, wie heißt das genau? LUT-Stufen, ja genau. Und da gehen wir halt eben auf Realistik, genau. Und dann sieht man, deswegen, jetzt sieht es besser aus. Vorher war es grauslich, jetzt sieht es besser aus. Also so haben wir eigentlich bis jetzt immer gespielt. Und oben der Himmel müsste eigentlich Wolken haben. Ja, genau, so kann man das lassen. Also, das wollte ich auch noch zeigen gleich am Anfang, aber ich bin so gehypt, dass ich jetzt endlich U-Bahn bauen kann, dass ich das ganz vergessen habe. Gut, weiter geht's. Nächste U-Bahn-Station steht am Plan und zwar, ich brauche jetzt wieder das hier, denn dann brauche ich das hier. So, also. Hier beim AKH haben wir die erste U-Bahn-Station. Ich würde ganz gerne bei der Universität eine U-Bahn-Station dran bauen. Da müssten wir schon wieder so ein komisches Hackerl fahren. Jetzt ist die Frage, sollten wir nicht oder möchten wir vielleicht das Ganze so machen? Ich schaue mal ganz kurz. Das heißt, wir hätten hier direkt bei der Universität eine Haltestelle. War ja gar nicht so schlecht. Oder wollen wir die Haltestelle eher beim Purgatorium haben? Da würde ich quasi in das Gebäude wieder hineinglitschen und das möchte ich dann auch nicht haben. Und das sieht echt auch nicht richtig, das sieht auch nicht gut aus. So könnte man es eventuell noch
machen. Aber dann haben wir hier die Unterführung, die dann ein bisschen angeknabbert wird. Wir könnten natürlich auch sagen, wir fahren zum Rathaus rüber. Das will ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Unterirdische Bahnstation. Okay, okay. Ich brauche schon das Teil hier. Wenn du jetzt dich wunderst, warum ich so lange überlege, wie ich die Streckenführung machen möchte, naja, ich habe eigentlich zwar schon die Idee gehabt, ich weiß zwar, wo die nächste Haltestelle stattfindet, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Sollen wir tatsächlich das hier miteinander verbinden? Oder zum Rathaus runter? Ich würde sogar davon ausgehen, dass wir das Ganze so machen und hier bei der Universität die Haltestelle anschließen. Und zwar, da gehen wir etwas weiter runter, dass das besser aussieht, machen wir das Ganze hier dran. Zack. So, und jetzt wird es wieder interessant, denn wir müssen da nach unten und hier haben wir nämlich einen Weg gebaut. Ich will aber, dass dieser Weg nicht mit der U-Bahn zusammen kollidiert. Sollte sich ausgehen. Müsste man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das schauen wir sich dann an, wenn es soweit ist. Das darf gern so bleiben. Wir werden jetzt ganz kurz das hier nur mit Gebäuden machen. Zack, werden das da so rüberschieben. Perfekt, dann holen wir uns eine Concrete-Platte. 8x8. Das ist in Ordnung. Spiel fortsetzen. Das kopieren wir uns. Fügen es dann selbstverständlich hier drinnen ein. Da müssen wir dann nochmal reinklicken. Genau. Hopp. Die gleiche Farbe. Nein, war nicht ganz die gleiche Farbe. Perfekt. Jetzt haben wir die U-Bahn 1 Farbe. Und hier machen wir dasselbe. Na. Hey. Einfügen. Und die Haltestelle heißt Universität. Oh, was habe ich geschrieben? Universität. So. Auch voll in Ordnung. Sitzt, passt, hat Luft, gefällt mir. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit und zwar. Da muss ich die Richtung drehen. Weil die Haltestelle hat ja den Namen Allgemeines Krankenhaus. Und das will ich da drüben natürlich auch stehen haben. Das heißt, wir schalten die Procedural Objects ein, sagen kopieren. Genau. Gehen jetzt darüber zur Uni. Sagen jetzt Steuerung V, Steuerung H. Genau. Fügen das ein. Werden hier noch ein klein wenig nachjustieren. So. Wie sieht's aus? Passt's in die
So nah geht eh keiner ran, aber es soll zumindest ein bisschen schöner aussehen. Ne? Also von daher denke ich, dass man das so lassen kann. Den Text werden wir anpassen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, das tut mir leid. Jetzt hätte ich das nämlich etwas vorsichtiger behandelt, Universität. Deswegen habe ich das komplett in der Hand gehabt. Und jetzt sieht man, man muss es erst recht. Genau. Na, passt doch. Procedural Object schließen. Sieht cool aus, gefällt mir. Weiter geht's. Nächste Haltestelle würde ich ganz gerne direkt in der Innenstadt haben. Also direkt hier. Von mir aus auch gerne. Na, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es nicht so haben will. Ich will es, glaube ich, so haben. Aber nur mal platziert. Jetzt nehmen wir das Teil. Ziehen es da nach unten. Drehen das Ganze. Setzen es so ein. Schauen wir mal, wie das aussieht. So lassen. Wäre sogar so weit, dass ich sage, ich drehe es in die Richtung. Dann gefällt es mir sogar ein bisschen besser. So, das lassen wir mal kurz so. Und dann setzen wir das Ding da hin. Sieht cool aus. Lassen wir auch gleich so. Ebenfalls hier wieder die Farbe anpassen, einfügen. Ebenfalls hier wieder Procedural Object. Steuerung V. Steuerung H. Etwas ausrichten. Manuell. Genau. So. Nein. Ja. So, dann hätten wir das. Genau, dankeschön. Ja. Das ist optimal. Dann auch hier wieder editieren. Darf gern so bleiben. Text anpassen. Das heißt zukünftig St. Jakob Platz. Da werden wir eventuell noch einen Abstand reinsetzen. Ja, so sieht es besser aus. Dann nehmen wir das Teil. Setzen das mittig hinein. Und auch das ist erledigt. Und jetzt könnte man eigentlich gleich wieder versuchen hier. Genau. Mit. Mhm.
Das brauchen wir. Von hier nach da. Nach da. Genau. Und auch hier wieder ein Stück gerader. Ja, das passt. Sehr gut. Mit Enter ist das Ganze gekauft. Und jetzt dasselbe von hier nach da. Das passt. Da können wir durchaus ein Stückchen so machen. Perfekt. Da können wir ein Stückchen so machen. Ja. Die Kurve ist immer noch sehr genial, aber es geht nicht anders. Und ich finde, das ist okay und kann sich so sehen lassen. Und jetzt wird es dann schon interessant, denn wir brauchen, oder beziehungsweise ich hätte ganz gerne noch hier irgendwo eine Haltestelle gehabt. Aber so wie es aussieht, werden wir das so nicht hinbekommen, dass wir beim Stadion eine Haltestelle hinbekommen. Was natürlich absoluter Burner wäre, da müsste man beim Stadtpark eine machen. Aber wie kommen wir dann da raus, ne? Das ist die Frage. So eine U-Bahn-Station. Ja, ich glaube, das wird interessant, was ich da jetzt vorhabe. Probieren wir es einmal. Und zwar, wir holen uns wieder eine Haltestelle. Also. Noch einmal. Haltestelle. Da beim Stadtpark. Ich überlege gerade, wie ich es am besten platziere. Es würde sich so und so anbieten. Es würde sich auch hier anbieten, aber dann hätte man einen Parallelverkehr. Ich glaube, das machen wir so. Das machen wir so. Nein, das machen wir nicht so. Das sieht echt fürchterlich aus. Das kann man schon ein bisschen besser brauchen, ja. Das nehmen wir auch so. Ziehen das Teil dann hier rüber. Holen uns jetzt mit Hilfe des Network Multitools. Also, ich bin da immer noch. Das brauche ich, genau. Ich brauche hier einen Node. Und ich brauche hier einen Node. Und. Und ich glaube, das kann man eigentlich so lassen. Schieben wir das doch noch ein Stück und so. Drehen das noch ganz zart. Perfekt. Platzieren das da. Nehmen den Node, ziehen den dann nach vor. Den dahin. Den dahin. Dann haben wir hier tatsächlich den Zugang zum Stadtpark. Wir müssen die Farbe noch ändern, einfügen. Genau. Dann passt auch das. Und auch hier.
Hat sich das jetzt irgendwie verzogen, das Gebäude, oder? Warte mal, Steuerung H. So, du, Steuerung H. Ja. Viel besser. So lassen wir das. Ja, das ist in Ordnung. Auch hier wieder Procedural Object, Steuerung V, Steuerung H. Sollte man vielleicht umdrehen. Ist genommen. Können ja hier jetzt nämlich noch ein bisschen nachhelfen. Perfekt. Eventuell, dass wir noch das so machen. Text anpassen. Das Ganze heißt Stadtpark. Perfekt. So lassen wir das. Und auch hier gleich wieder mit dem Multitool die passende Verbindung erstellen. So. Was? Also. Da brauche ich ja das hier. Verbindung erstellen. Von hier nach da. Das ist gut. Genau. Kann ich da noch ein wenig... Ich will hier keine Schleife haben. Warum will er da jetzt eine Schleife machen? Ja, das wieder machen. Sehr gut, jetzt passt. Ja, so lassen wir das. Sitzt, passt, hat Luft. Verbindung ist erstellt. Von da nach da fehlt es uns noch. Passt. Neue Verbindung. Ups. Noch einmal. Verbindung von hier. Nach da. Ich habe das vorher, glaube ich, nicht gekauft, die Verbindung. Deswegen hat er es nicht übernommen. Das ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Und mit Enter ist das Ganze verbunden. Und die Linie klappt. So. Und jetzt wird es richtig knackig. Denn... Jetzt kommt das erste Projekt oder die erste Idee einer U-Bahn-Station, einer bodengebundenen U-Bahn-Station. Bodengebundenen U-Bahn-Station. Damit wir da irgendwie beim Stadion etwas hinbekommen können. Da könnte man eventuell Folgendes probieren. Wenn wir... Genau, und das gibt es aber auch in dieser
Größenordnung. Was tue ich da? Ja. So, das Ganze noch einmal, das brauche ich. Trimmelgasse. Witzig. So. Auch etwas noch zum Nachjustieren. Genau, das machen wir so. Perfekt. Ich würde aber jetzt ganz gerne hier den Node und da ist noch ein Node und da ist sicher auch noch ein Node. Den würde ich ganz gerne etwas weiter nach unten schieben. Genau. Dafür aber den Node gerne so rüberschieben. Das passt mir auch. Und hier würde ich ganz gerne das so machen. Aber hier einen Node hinein. Und dann passt das Ganze. Dann hat man hier diese Wendemöglichkeit. Und gleichzeitig hat man das hier. Und jetzt brauchen wir noch Concrete-Platten. Jetzt die kleineren nehmen, aber nehmen jetzt da gleich die großen. Und dann passt auch das hier. Und dann machen wir hier die U-Bahn-Station Stadion hin. Das sieht gut aus. Jetzt ist meine Frage. Klappt das, wenn wir sagen, wir wollen das ganz gerne wieder mit den Verbindern machen, also verbinden. Von hier nach da. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ich drücke jetzt mal Enter. Autsch. Ja. Wir stauen gerade das Wasser auf. Rein technisch gesehen sieht es ja nicht so schlecht aus. Aber tatsächlich ist es absolut nicht brauchbar. Aber wir haben ja sowieso hier im Stadtpark eine Haltestelle. Müssen wir hier unbedingt beim Stadion eine haben? Ich denke mal eher nicht. Warum überlege ich gerade? Ganz einfach, ich werde das jetzt wieder abreißen. Was wäre, wenn wir hier
eine erhöhte U-Bahn-Station haben. Und die da so dran bauen. Wie sieht denn das aus? Gar nicht so schlecht. Wenn nicht hier das hier wäre. Das nehmen wir mal weg. Dann holen wir uns hier mal den Baumpinsel. Und dann entfernen wir mal hier Bäume. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das können wir eigentlich lassen. Dann holen wir uns hier das hier. Schließen hier an. Gehen hier rüber. Und gehen hier runter. Warte mal. Wir sind hier nur auf. Aber auf minus 12 brauche ich, genau. Ich brauche die minus 12. 12 auf 12 brauche ich. Was passiert denn hier eigentlich jetzt? Muss mal schauen, es ist gar nicht so einfach. U-Bahn-Bau, wenn man ihn einfach mit ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Schönbau, aber wenn man ein bisschen konzentrierter machen möchte, dann sieht das Ganze so aus und das ist absolut nicht brauchbar. Kann ich da jetzt tatsächlich keine U-Bahn unter dem Fluss durchbauen? Das ist aber richtig kacke. Das ist aber wirklich kacke. Weil das sieht fürchterlich aus. Ich versuche mal, ob ich da irgendwie was abtragen kann. Vielleicht wird das Ganze dann besser. Aus irgendeinem Grund hängt es jetzt schon wieder so problematisch. Ich hoffe, das Spiel stürzt mir nicht ab. Ja, passt, danke. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie nee. Das wird noch herausfordernd, weil ich sag, die saufen da jetzt ab. Das wird einfach richtig dämlich aussehen. Wenn ich da jetzt die Zeit laufen lasse, dann haben wir unter Umständen hier eine Überschwemmung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eine Überschwemmung haben, weil wo soll das Wasser hin? Ich lasse jetzt mal die Zeit laufen. Ja, staut sich eh schon auf. Das ist die Frage. Ja. Ich lasse das jetzt mal. Ja. Ich werde mir da noch Gedanken drüber machen, aber ich will da jetzt ganz gerne tatsächlich zu einem Abschluss finden, und zwar mit dem letzten Anschlussteil hier.
wieder mit Verbindung von hier nach da. Genau. Gerne so. Gerne so. Ich würde das ganz gerne so kaufen. Das sieht gut aus. Und hier würde ich ganz gern versuchen, mit dem hier noch als Brücke. Keine Verbesserung dieses Typs möglich. Hä? Achso, weil das... Okay, Moment. Ich weiß schon, was schiefgegangen ist. Ja. Ja, genau das ist es. Und zwar machen wir jetzt das hier mit so. So. Von hier nach da. Perfekt. Genau, das ist jetzt gekauft. Und so sieht es gleich ein bisschen besser aus. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen ist... Das kommt richtig tief aus der Erde raus. Da müssen wir jetzt noch mit dem nachhelfen. Und zwar von hier nach da. Dann schauen wir mal, was da passiert. Okay, lässt sich nicht. Lässt sich's doch. Ja, oh ja, das passt. Das hat er eigentlich recht gut hinbekommen. Tatsächlich. Sehr, sehr gut. Die Bäume müssen noch weg. Wir schauen uns das hier noch an. Ja, da werden wir eventuell noch mit dem noch arbeiten. Keine Verbesserung auf dem Typ möglich. Aber warum eigentlich nicht? Eigenartig, oder? Also. Probieren wir es einmal so, wir wollen es elevated haben. Von hier. Ah. Ich sollte sagen, Verbindung von hier nach da. Genau. Enter. Passt. Ja, das gefällt mir um einiges besser. Vor allem mit diesem Elevated Touch sieht es für mich viel schöner aus und auch die... Das hier passt ein bisschen besser. Jetzt machen wir das so von hier nach da. Dann gehen wir hier bereits wahrscheinlich runter, genau. Dann können wir hier den Node entfernen.
Ja, sagen wir Kurve. Gefälle. Sieht das hier schon mal schöner aus? Hier kann man auch so eine Kurve Gefälle. Dann wird das auch flacher. Hier sagen wir ebenfalls Kurve. Dann wird es noch flacher und man sieht, es wird ein richtig schöner Übergang. Genauso stelle ich mir das vor. Darunter noch. Und hier wird es jetzt insofern interessant, denn wir brauchen hier noch einen Node weniger. Dann nehmen wir aber tatsächlich den hier weg. Jetzt wird das eine Kurve. Ausglätten. Sehr gut. Und hier noch Gefälle. Und der Tunneleingang sieht richtig gut aus. Was wir jetzt noch machen können, ist zwecks Nachkorrektur hier eventuell noch etwas größer ansetzen und das gerne so machen. Dem eigentlichen Sinn würde ich das sogar noch ein bisschen größer machen. So. Das glätten wir hier noch ein bisschen aus, hier auch. Hier lassen wir das auch noch ein bisschen so zusammenfließen. Das sieht richtig gut aus. Und die Haltestelle heißt Stadion Park. Ah. So. Gut. Linien in der Nähe, danke, danke, danke. Standardeinstellungen, Linienübersicht, Straßenbahn, Linie 3 hätte ich gerne gesehen, bitte. Okay. Es ist leider wirklich total verpackt. Da. Kopieren. Einfügen. Sehr gut. Es ist ein bisschen eine überlange Folge. Aber es geht sich aus. Und zwar, man kann jetzt mittels Drag and Drop kann man den da hinsetzen, wo man ihn haben will. Das ist richtig cool, denn ich will das gerne da haben. So. Und das Ganze ist erledigt und jetzt noch die U-Bahn-Linie selbst und zwar vom Stadion zum Stadtpark am St. Jakobplatz weiter zur Universität, rüber zum Allgemeinen Krankenhaus. Studienbericht ist fertig, Dankeschön und Abschluss am Hauptbahnhof. Retour. Weiter. Und Abschluss der Linie. Kurzer Blick noch hier hinein. Das gefällt mir recht gut, kann man aber noch ein wenig optimieren. Zack. Dann ist es eine schönere Einfahrt in den Bahnhof. Mit den Gleisen, das passt. Die Steigung passt. Jetzt noch kurz ins Linienmenü. Und zwar hier hinein. Hoppla.
Moment einmal. Danke. U-Bahn. Okay, Budgetansicht braucht man nicht. Das ist die U1. Das kriegen wir hoffentlich gerade noch hin. Okay, tatsächlich. Dieselbe Farbe. Dankeschön. Sehr gut, ich komme nämlich gerade nicht ins Menü hinein, dass ich meine U-Bahn-Linien hier verändern kann. Das ist wunderbar. Somit werden wir das über das hier machen. Sagen U-Bahnen. U-Bahn, 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 U-Bahn. Metro. Ich komme da gerade nicht rein, dass ich die Züge umändern kann. Das heißt, das ist gerade richtig absolut nicht cool. Ich kann dir nämlich nicht sagen, welcher Zug, weil eigentlich sollte der auf die Strecke gehen. Wiener Linientyp V. Dieser Wagen sollte raus. Kann er aber nicht. Eieieiei. Gut, wir lassen die Zeit laufen. Die Linie ist abgeschlossen. Ich freue mich, ja, dass die erste U-Bahn-Linie in Betrieb ist, mit ein paar kleinen Hindernissen. Die Folge war auch etwas länger als geplant, wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie doch etwas länger dauern wird. In diesem Sinne, ich möchte jetzt hier gerne bei dieser Haltestelle mich von dir verabschieden. Also, die erste U-Bahn-Linie ist abgeschlossen, da fährt schon der erste Zug raus. Wir können den gerne nehmen, in diesem Sinne. Die erste U-Bahn fährt raus, die erste U-Bahn-Linie ist in Betrieb. Ich freue mich, dass es soweit gut geklappt hat. Wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.